Hochschule Frankfurt ist nicht nur bekannt für die individuelle Betreuung der Schüler, sondern auch für ihre gut strukturierte Organisation. Im Schulalltag wird somit ein harmonischer Ablauf gewährleistet, der den Schülern Sicherheit, Motivation und natürlich Spaß am Lernen bietet. Stundenausfälle haben hier keine Chance, sodass der Schüler nicht nur in seinen Stärken gefördert wird, sondern auch die Zeit dafür bleibt, auf seine Schwächen einzugehen. Wir haben nachgefragt und wollten wissen, was die Besonderheiten an der Rake-Schule Frankfurt sind. Ich halte für das Wichtigste, dass es ein kleines Haus ist. Das ist, denke ich, die Hauptstärke, dass einfach die Überschaubarkeit gegeben ist. Dass die Schüler hier tatsächlich von den Lehrern gekannt werden, dass tatsächlich die Lehrer untereinander sich kennen. Wenn ich 150 Lehrer an einer Schule habe, kennen die sich ja nicht mal mehr untereinander, geschweige denn die Mehrheit der Schüler. Das ist halt hier die große Stärke, dass man sich kennt, dass man die Schüler konkret beobachten kann, weil die Klassen klein sind, weil ich dann sehe, wie entwickelt sich jemand im Laufe des Schuljahres. Weil wir, wenn irgendwas nicht funktioniert, sehr schnell reagieren können, weil ich die Kollegen dabei habe, von denen ich weiß, die kennen die Schüler genauso gut wie ich und weiß, wenn wir dann mal zusammensitzen und sprechen über die Klasse, die kennen sich ebenfalls aus. Das macht sicherlich einen gewaltigen Unterschied, dass man da tatsächlich so eng miteinander zusammenarbeiten kann, so eng am Schüler arbeiten kann, mit den Schülern gemeinsam arbeiten kann und einschreiten kann, wenn irgendwo Probleme auftauchen. Besonderheiten an der Rake-Schule Frankfurt sind natürlich die Hausaufgabenbetreuung, in der wir natürlich für unsere Fachoberschüler extra Betreuung anbieten, sodass sie ihre Hausaufgaben hier erledigen können bzw. üben können. Diese werden besonders gerne genutzt vor den Klassenarbeiten, um dort nochmal gerade besonders Mathe, was ja immer ein schwieriges Fach ist in der Oberstufe, zu üben. Und wo lernt es sich besser als in Klassenzimmern mit dem wunderschönen Ausblick über die Frankfurter Skyline? Die Räumlichkeiten lassen auch sonst nichts zu wünschen übrig. Die Technik ist hier auf dem neuesten Stand und schafft für die Schüler ein angenehmes Lernumfeld mit der Möglichkeit, sich selber in den Schulalltag mit einzubringen. Der Kreativität sind hier keine Grenzen gesetzt und wird bei jedem Schüler gefördert. So macht Lernen Spaß. Doch was sagen eigentlich die Schüler über die Rake-Schule Frankfurt? Den Lehrern ist das wichtig. Man merkt, dass den Lehrern das wichtig ist, dass sie den Schülern was beibringen wollen, Dinge übermitteln wollen, also dass nicht die eigenen Interessen im Vordergrund stehen, sondern wirklich die Ziele des Schülers. Also das ist schon extrem zu erkennen. Hatte ich so noch nicht auf anderen Schulen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ein weiterer Vorteil ist das schulinterne Bistro, in welchem täglich frische Gerichte zubereitet werden, die Leib und Seele zusammenhalten. Auch hier wird wieder auf jeden persönlichen Wunsch der Schüler eingegangen. Wer bestimmtes Essen also nicht verspeisen kann oder möchte, soll sich nicht davor scheuen, den sympathischen Köchen seine Wünsche zu äußern. So kann man jeden Tag gestärkt, konzentriert und voller Elan den Unterricht besuchen. Ist natürlich jetzt gerade auch die Frage der Vergleich staatliche Schule und Privatschule. Was ist denn an der Rake-Oberschule besser? Warum läuft es so gut? Also grundsätzlich muss man erstmal davon ausgehen, dass an der privaten Schule alles gleich läuft. Die Anforderungen sind die gleichen, auch an das Lernmaterial und so weiter ist immer das Gleiche. Was anders läuft, ist natürlich, wir sind individueller aufgestellt. Wir haben relativ kleine Klassen, also wir haben eine Zielgröße von 20 Schülern in einer Klasse, in der Berufsfachschule zum Beispiel auch mal 15 Schüler. Das ist sicherlich ein wesentlicher Faktor. Wir haben eine Unterrichtsausfallquote von unter 1%, die wir garantieren. Das ist ein wesentlicher nächster Faktor. Und wir haben sehr motivierte Lehrer. Und das ist eigentlich das Kernstück von unserer Bildungsarbeit, dass wir die Lehrer, die bei uns arbeiten, die wollen arbeiten, die werden auch evaluiert. Und wir sorgen auch für eine Altersstruktur in der Lehrerschaft, wo wir sagen, wir haben junge, motivierte Lehrer und wir haben auch natürlich erfahrene Lehrer in unserem Portfolio der einzelnen Lehrkräfte, sodass wir da auf den einzelnen Schüler gut eingehen können. Auch du hast bestimmte Ziele und willst diese erreichen? Dann bewirb dich jetzt an der Rake-Schule Frankfurt.